Was geht? Hello! Na, das ist ein bisschen her, wa? Wir machen ein paar Kilowattkisten auf. Warum? Weil ich ein paar Knives verkauft und dachte mir, okay, dann kannst du mal wieder reinschneiden. Wir warten nach wie vor auf das Kukri-Knife. Ich habe auch im Stream letztens welche aufgemacht, also bei Dalu, als ich da mitgedaddelt habe den Nachmittag über. Das war auch eine reine Katastrophe. Also, ich bin 0,936. Okay. Ja, damn. Ich bin definitiv über 300 Kisten. Ich würde sogar sagen 400 Kisten deep. Oh. Let's go! Oh no! Shit, aber what the heck? Diese Mixed Feelings. Well worn. Back to back. Was war denn das jetzt für ein Ding, Alter? What? Ich habe 400 Kisten ungefähr wirklich geöffnet und dann kriege ich hier schallert das Knife rein in der zweiten Kiste, ey. Wir kriegen die schlechteste USP, die ist quasi, also condition-technisch, die da ist, und dann kriegen wir einen Arsch-Knife. Wobei, ja, hätte noch schlimmer kommen können, ja. Knife ist Knife. Muss man auch einmal sagen, aber naja, trotzdem. Ich glaube, wir wissen alle, dass ich lieber auf einen Blue Gem gehofft hätte, als auf ein Boreal Forest in Wellworn. Dann gibt's mal halt jedenfalls FN. Naja. Dann haben wir jedenfalls jetzt schon mal endlich ein Kukri-Knife gezogen. Wir werden die anderen Kisten trotzdem aufmachen. Also 40 Stück insgesamt heute. Als kleines Speziale. Als kleines Extra. Ich bin von meinem Trip wieder zurück. Ich war 6 Tage oder so, 5 Tage war ich in Dänemark, hab mir ein Haus gemietet. Und ich kann es jedem empfehlen, ein paar Stunden raus in ein anderes Land, andere Umgebung, ein bisschen relaxen, Kopf frei kriegen, Natur. Und dann wieder voller Energie in den Alltag reinzugehen. Ich meine, voller Energie bin ich hier in die Kisten reingegangen. Das erste, was ich heute aufnehme. Und was ist? Es ist ein Knife dabei. Ja. Und das ist das, was zählt. Nicht, was für ein Knife es ist, dass es ein Knife ist. Ja. Und vielleicht kriegen wir noch eins. Ja. Alles ist möglich. Das gute Knife wartet auf uns. Zieht die AK vorbei. Das war wild, ey. Das ist halt immer dieses... Das ist es halt, ne? Das Kisten öffnen. Du erwartest es halt gerade nicht. Du hoffst natürlich immer, aber du bist nicht darauf konzentriert. Du denkst nicht, das kommt jetzt reingeschossen oder so. Und plötzlich kommt das goldene Symbol um die Ecke hier. Und dann ist nur noch ganz kurz ein paar Sekunden voller Hoffnung für einen Banger Knife. Und dann ist meistens die Enttäuschung da. Die Freude und die Enttäuschung gleich. Ich glaube, ihr habt genau gesehen, wie es mir gerade ging. Ja. Schauen wir mal, ob wir in den 40 Kisten hier noch einen Red Skin bekommen. Weil dann hätten wir in dieser Aufnahme Blue, Purple, Pink, Red und Gold. Red fehlt uns natürlich noch. Die AWP oder die AK. Hier ist alles blau. So, das ist die 20. Case hier. Nope. Und dann zimmern wir hier direkt... Oh, wait, what? Wieso dachte ich... Never mind, bin dumm. Sorry. Wieso dachte ich, dass sie 20 wären? Ach, weil ich die... Ich habe keine Keys mehr gesehen, glaube ich, gerade, ne?
Oder doch? I don't know. Hinterfrag mich nicht. Nimm's einfach nur hin. Das ist die 20. Kiste. Ging nochmal Purple M4. Mit dem Schneek drauf. Und dann haben wir jetzt nochmal 20 Stück, die wir auf Jajiten. Nein, ich habe meine Adresse nicht geleakt, keine Sorge. Oh, da war wieder die AK. Komm, das ist auch die zweite Kiste in den 20 Cases, das heißt hier wieder live. Never mind. Ich hätte direkt die Kisten wieder verkaufen sollen, ne? Nach zwei Kisten direkt sagen, okay. Einmal gucken, ob das Back-to-Back-Knife da ist. Und dann bist du Gonorio. Dann bist du weg. Verkaufst du wieder. Profit. Für die Aufnahme. Ja, ich war ja in Legoland, ne? Ich war eine Stunde, mein Haus war, also was ich halt gemietet habe, war eine Stunde entfernt von vom Legoland. Und dachte ich mir, okay, ich war da seit 10, 15 Jahren nicht mehr oder so. Und dann, ich glaube, da ist was Red vorbeigeflogen. Und dann dachte ich mir, okay, weißt du was, fährst du mal hin, guckst es dir mal an, ob es noch so cool irgendwie ist wie in deiner Erinnerung. Solo, glaube ich, kann man sich angucken. Eine Stunde Fahrt ist auch noch gerade so akzeptabel. Tagesticket ist natürlich recht teuer. Ich glaube irgendwie umgerechnet so 45 Euro oder so. Aber ja, also ich war glaube ich effektiv 2 Stunden, 2,5 Stunden im Park. Ne? Ich bin aber auch keine Attraktionen gefahren. Also da gibt es so ein paar Attraktionen, nicht viele. Ich glaube, da gibt es eine Achterbahn, eine Wildwasserbahn. Dann gibt es so eine Aussichtsplattform, wo du über den Park gucken kannst. Und so kleinere Aktivitäten, die du noch machen kannst, für Kinder vor allem. Ich habe mir aber halt natürlich die ganzen Sachen, die aufgebaut sind, angeguckt und so. Ich war im Lego-Store, habe mir auch was gekauft. Von Lego Harry Potter natürlich. Das Ravenclaw. Wappen. Also nur eine Kleinigkeit quasi. Aber gab es eine Menge. Der Store ist schön groß. Ja. Also ich würde sagen, man kann, also wenn man so zu zweit unterwegs ist und dann vielleicht auch ein paar Attraktionen fährt oder so, lohnt es sich schon. Okay! Statrek! Hold on! Oh, please, eine gute Condition. Ich kann das nicht einschätzen. Minimal Wear! Let's go! Das ist huge! What the heck? Das ist... Okay, ich dachte, es wäre ein bisschen teurer, um ehrlich zu sein. Aber das ist trotzdem huge. Das ist vom Preis her fast identisch mit dem Knife. 217 oder so waren das jetzt da. Ja. Kommt ungefähr hin. Damn! Da haben wir einen Stat-Track... Red Skin AWP gepolt in Minimal Wear. Das heißt, wir haben jegliche Sachen geunboxed. Also farbtechnisch. Eins würde mich hier interessieren. Ist die AK, geht die für mehr? Hallo? Was soll denn das jetzt? Come on. Brother, tu nicht so, als wenn du hier völlig überladen bist. Oh ja, krass. Ein Huni mehr. Die AK ist also besser. Hm? Ja, okay, die, ja, okay. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Wobei ich die auch sehr cool finde. Damn. Damn. Ja, nice. Okay. Nicht nur ein Redskin, sondern sogar ein Statrek Redskin. Ja, das war auf jeden Fall ein erfolgreiches Opening. Holy. Das war gut. Okay. Lass gerne ein Like, dann abonniert den Kanal, ne? Würde mich sehr freuen, unterstützen. Ich glaube, ich habe sicherlich einen Satz nicht ganz zu Ende gebracht. Auch falls ich mich wiederhole, ich würde sagen, zu zweit kann man da auf jeden Fall hin und auch seine paar Stunden verbringen.
Und vor allem als kleine Familie oder so ist, glaube ich, ganz cool. Vor allem für Kinder ist es was sehr Besonderes, weil viele der gebauten Sachen ja auch sich bewegen oder irgendwelche Funktionen haben und so. Ja, ist schon ganz niedlich auf jeden Fall, ja, würde ich sagen. Kann man machen. So, jetzt zum Abschluss noch ein gutes Kukri Knife. Wie wär's damit? Just saying. Vorletzte Kiste. Und dann sind wir durch mit der Kilowattkiste. Krasse Folge, ey. Da haben sich die 40 Kisten tatsächlich auch wirklich rentiert, weil wir haben in den ersten 20 das Knife gezogen, den letzten 20 dann die AWP. Wir kaufen ja immer 20er Stacks, ne? Deswegen, das war auf jeden Fall erfolgreich. Bedeutet also, wir haben es endlich geschafft, das Kukri Knife ist am Start, auch wenn es nicht so schön ist. Es ist das Boreal Forest in Well Worn mit 0,385 und wir haben die StatTrak AWP, wie heißt die, Chrome Cannon in Minimal Wear mit 0,140er Float. Das war nice. Lasst ein Like da, bis zur nächsten Folge. Tschüss.